Seit Tausenden von Jahren werden rund um den Globus die Ruhestätten der Verstorbenen mit Blumen geschmückt und beleuchtet. Auch wenn die Ausgaben zu Allerheiligen in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen sind, ist der traditionelle Grabschmuck nach wie vor im Bewusstsein der Landsleute verankert, sagt uns Gärtnermeister Thomas Dobetzberger. Also man merkt schon einen Rückgang. Trotzdem nach wie vor, früher wurden 3 oder 4 oder 5 Gestecke hingebracht, jetzt ist halt nicht eines oder zwei, also es reduziert sich, aber trotzdem ist es, glaube ich, noch sehr wichtig, unsere Tradition aufrechtzuerhalten und hier an die Verstorbenen und Toten zu denken. Der Klassiker unter den Pflanzen zu Allerheiligen ist die Chrysantheme. Sie zählt zu den typischen Herbstblühern und steht für ewiges Leben. Einige Sorten sind winterhart, aufgrund ihrer Farbpracht sind aber jegliche Züchtungen besonders beliebt in Sachen Grabgestaltung. Die gibt es in großen Buschen, in der Dreierballen, das ist so der Klassiker. Aber abgelöst durch die Kaluna, dieses Heidekraut, weil sie sich auszeichnet durch eine viel bessere Haltbarkeit über den ganzen Winter, ist das eigentlich die ideale Grabschmuckpflanze. Und auch ihre Leuchtkraft, deshalb gibt es lilane bis rosa bis weiß und dreifarbige Sorten. Generell werden laut dem Gärtnermeister oft bunte Klassiker wie die Chrysantheme mit langlebigen Pflanzen kombiniert. Mir persönlich gefällt die grellen Farben, die grellen bunten Herbstformen, die bringen einfach in den nebeligen Alltag im Herbst wirklich Freude rein, Strahlkraft, drücken wirklich eine Lebensfreude aus. In heimischen Gärtnereien herrscht jetzt Hochbetrieb. Nach der Frühjahrssaison ist es die intensivste Zeit im Jahr. Denn was bei der Grabdekoration für viele nicht fehlen darf, ist ein Gesteck. Die werden mit viel Sorgfalt selbst hergestellt. Die Größe und Farben und Variationen, die ändern sich sehr stark. Ein Maschall muss rein. Und auch von den verwendeten Trockenpflanzen, das variiert ganz, ganz stark. Bis heute zählt das Schmücken der Ruhestätten zu den zentralsten Ritualen, zu Allerheiligen und aller Seelen. Nicht zuletzt werden damit florale Zeichen der Verbundenheit mit den Verstorbenen gesetzt.